Das bin ich. Und ich werde die nächsten 100 Tage mit meiner Virtual Reality Brille in Minecraft verbringen. Frag mich nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Och nee, Digga. Wieso spawn ich denn jedes Mal auf einer Insel? Aber gut, Freunde, machen wir das Beste raus und bauen erstmal ein bisschen Holz ab. Auch ziemlich logisch, dass man das in Minecraft einfach mit seiner bloßen Hand machen kann. Ich krieg richtig Nackenschmerzen, ne? 5 Holz haben wir am Start, von da... Oh mein Gott, Alter. Ich glaube, ich habe mich noch nie so vor einem Baum erschrocken. Wir schnappen uns auf jeden Fall erstmal ein paar Eichenholzbretter. Und warum ist es plötzlich so hell? Guten Morgen! Wir machen uns erstmal eine Werkbank. So, die Werkbank wählen wir jetzt aus und platzieren die hier. Ach, guck mal, da vorne ist zumindest direkt Festland. Boah, das sieht geil aus, ne? Also, ich meine, es ist... Warte mal, wie funktioniert denn überhaupt Schwimmen? Nein, sag jetzt nicht. Nee. Nee. Ich muss wirklich schwimmen, damit ich von A nach B komme. Ich würde allerdings sagen, wir holen uns erstmal noch ein bisschen mehr Holz. Ich kann direkt hier nach wieder ins Gym gehen, Alter. Und jetzt machen wir uns erstmal die wichtigsten... Boah, wow, was ist das jetzt? Guck mal, wer da ist. Och, ach, es ist wundervoll hier. Ich mag's. Schauen wir mal, was wird. Aber gut, Leute, wir graben uns hier erstmal einen Ticken runter, gönnen uns den ersten Stein, den es hier irgendwie gibt und machen uns jetzt erstmal Steinsachen, die wir, Nein. Nee, das ist nicht wahr. Ich muss jetzt... Ach du heilige Scheiße. Ich muss jetzt in echt springen, damit ich hier hochkomme. Es ist echt ein Workout. Guck mal, wer da ist. Ah. Wenigstens ist er noch da. Ich habe mir dann auf jeden Fall erstmal ein paar Werkzeuge gecraftet, noch ein paar Steine abgebaut und ein paar Bäume gefällt. Wovor ich hier in Virtual Reality halt for real am meisten Angst habe, ist die Nacht. Wenn irgendwelche Zombies kommen, Monster... Nein, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ich würde sagen, dass wir vorerst auf dieser kleinen Insel hier bleiben, bevor wir jetzt irgendwie da hinten rüber gehen aufs Festland. Oder ich glaube, in die Richtung hatte ich auch irgendwie was gesehen. Einfach, weil ich for real bisher noch ziemlich großen Respekt habe, was Monster und so angeht. Ich weiß noch nicht genau, wie man kämpft, wie das klappen soll in Virtual Reality. Ja, Dicker. Das mit dem Hüpfen nimmt mich echt hops. Ach du Scheiße, das ist der Mond, ne? Okay, wir brauchen ganz, ganz schnell Fackeln. Wie sprint ich eigentlich? Wir machen uns jetzt erstmal einen Ofen. Und im Ofen können wir jetzt Eichenstämme hier unten reinpacken. Zack. Und oben Bretter. Andersrum. Dadurch, dass der Ofen jetzt quasi Holz mit Holz verbrennt. Minecraft ergibt überhaupt keinen Sinn. Dadurch bekommen wir allerdings auf jeden Fall gleich Holzkohle und können mit dieser Holzkohle Fackeln machen, sodass hier auf dieser kleinen Insel wir zumindest erstmal alles ausleuchten können. Und das im besten Falle hier... Das hört sich gar nicht gut an. Ich habe mir dann auf jeden Fall noch ein paar Fackeln gecraftet, meine Insel ein bisschen ausgeleuchtet und dann leider plötzlich einen alten Bekannten wieder getroffen. Ja. Chillig, Digga. Fange ich einmal so eine Virtual Reality Scheiße an, direkt kommt dieser Gabelhacker. Oh, oh, oh mein Gott, der kann ja an Land. Oh, ich dachte, der kann nur im Wasser bleiben. Was soll ich machen? Oh. Boah, direkt fährt! Oh, Leute, ich hab nur noch 2! Bruder! Oh mein Gott. Es macht mir jetzt schon keinen Spaß mehr! Ich habe mich dem Gabelhacker dann in einem fairen Kampf gestellt. Und dann ging auch schon die Sonne auf. Wir haben
die erste Nacht in Minecraft Virtual Reality überlebt und damit auch Tag 1 geschafft, fehlen nur noch 99. Ich habe den Morgen des zweiten Tages dann dafür genutzt, ein paar Bäume zu fällen und dementsprechend Holz zu farmen. 42 Holzstämme haben wir am Start. Von daher werde ich das jetzt erstmal zu Eichenholzbrettern weiterverarbeiten und diese dann nehmen, um mir ein Boot zu craften. Wie geht das nochmal? Ach, moin, Mr. Schildkröte! Mit dem Eichenholzboot werden wir jetzt... Ach, Digga, ist das Lachkick. Wie funktioniert denn das jetzt? Hä? Oh mein Gott, mir wird so schwindelig. Oh mein Gott, mir wird richtig schwindelig gerade. Ich werde seekrank. Ihr fragt euch wahrscheinlich, ey, Luca, warum bist du denn jetzt hier vorne Festland gelaufen? Das hat einen ganz einfachen Grund, denn um Nächte zu überspringen in Minecraft, müssen wir natürlich ein Bett haben. Und für ein Bett brauchen wir Wolle. Und für Wolle... Das war mein Mikro. Ob wir irgendwo ein Schaf sehen. Oh. Oh! Oh! Das ist ein Dschungel! Moin! Oh. Ich, oh! Zwei! Ich brauche auf jeden Fall eine Schere. Okay, das heißt, wir müssen doch da vorne hin. Ja, das sollten wir hinkriegen, oder? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Bevor ich jetzt wieder auf meine kleine Insel rüberfahren muss, dachte ich mir, nutze ich mal eben die Gunst der Stunde und crafte mir auf diesem Festland hier eben einen Ofen, wo wir dann fix unsere Eisen braten werden, sodass wir im besten Falle dann mit der Schere von zwei Schafen drei Wolle bekommen. Dann hätten wir ein Bett und könnten die Nacht überspringen. Und jetzt. Oh, zwei! Zwei! Perfekt! Wir brauchen nur noch das andere Schaf jetzt. Oh Leute, Trimax oh mein, hier. Oh, oh! Scheiße. Wo ist denn das Schaf? Hier war doch wohl noch ein zweites. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, da ist es. Bitte, 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 bitte. Auch zwei. Perfekt. Wir können uns ein Bett craften. Okay. Oh, da ist das andere Schaf nur. Bitte keine Monster, bitte keine Monster. Ich sehe niemanden. Da vorne ist das Huhn. Okay. Wir können uns unsere weiße Wolle nehmen. Zack. Wir nehmen unsere Eichenholzbretter. Zack. Wir können uns ein Bett nehmen. Das Bett. Auswählen. Hier hinsetzen. Ja! Ich hab's geschafft, Huhn! Und Leute, Trimax hier. Oh wow! Doch noch nicht! Scheiße! Und Leute, Trimax Scheiße! Hier. Huhn! Au! Und Leute, Trimax hier. Wo ist mein Boot? Und Leute, Trimax hier. Ich kann doch nicht sprinten! Und Leute, Trimax hier. Schnell ins Boot, schnell ins Boot, schnell ins Boot, schnell ins Boot, schnell ins Boot. Schnell weg, schnell weg. Wo ist er? Da, schnell weg. Digga, mir wird schlecht, ne? Boah, ich muss mich irgendwie da...
Ja, hat doch Spaß gemacht.